So, und mit diesen sehr gruselig aussehenden Flur begrüße ich euch zu Let's Play Home Sweet Home, die Demo. Ja, wie schon angekündigt, wollte ich ja mal so ein paar kleine Mini-Horror-Games spielen, sag ich mal. Und da kam mir Home Sweet Home eigentlich ganz gelegen. Wie gesagt, ist erstmal nur eine Demo, die Vollversion, die wird irgendwann nochmal erscheinen. Das Ganze ist übrigens von japanischen Entwicklern und der ein oder andere weiß ja, die Japaner, die sind manchmal schon ein bisschen abgedreht und wenn diejenigen dann auch noch ein Horrorgame programmieren, dann sag ich einfach mal, Prost Mahlzeit. Ich will jetzt auch nicht lange labern, ich würde jetzt am liebsten einfach mal gerne reinstarten. Ich habe keine Ahnung, was uns erwarten wird. Ich drücke jetzt einfach mal auf Enter und wir lassen uns mal überraschen. Loading. Stand da gerade eben. Wake up! Oh, my head hurts. Too much booze last night. It's headache, baby. Okay. I'm up. Jan, is that you? Where the hell am I? I thought Jane was here, but never mind. I gotta get home. Ja, gut, wie es aussieht, sind wir wohl gerade eben aufgeweckt worden von irgend so einer mysteriösen Stimme, obwohl hier eigentlich gar keiner ist. Es war wohl im Traum gewesen. So, hier einmal, ne, WASD zum Laufen und die Maus zum Umschauen. Das sind ja Standards, das wissen wir inzwischen schon. Und ganz kurz mal eben, es sieht wirklich sehr, sehr gut aus grafisch, also wow. Wow, sieht schon echt geil aus. Sieht so ein bisschen aus, ich weiß nicht, hat so ein bisschen so Resident Evil Look, so alles so ein bisschen versifft, alles ein bisschen dreckig. Und mal ganz im Ernst, wer will denn so wohnen? Wer will denn so wohnen? Das ist ja alles so ein bisschen, ich weiß nicht. Gut, hier ist noch recht dunkel, ich kann hier kaum was erkennen. Ist hier vielleicht irgendwo eine... Da ist eine Tür. Okay, mit ihr können wir interagieren. What are all these things? Wer stellt denn da... Ja, das frage ich mich auch gerade. Wer stellt denn hier so Tische und Stühle direkt vor die Tür? Mit der Taschenlampe? Flashlight. Cool. Cool. Ja, wenn ich eine Taschenlampe aufhebe, dann mache ich auch erstmal den Arm ausrenken. Das mache ich allgemein, wenn ich irgendwelche Dinge aufhebe. So, warte mal, kann ich auch wieder hier aufstehen? Ja, das geht. So, es ist recht dunkel. Okay, mit F können wir die Flashlight benutzen. Ich hasse diese Spiele, ne, wirklich stockdunkel und dann hast du so einen ganz kleinen Lichtpegel. Es ist wirklich furchtbar. Es sieht wirklich geil aus, finde ich. Also wenn ich es jetzt nicht wüsste, ich würde wirklich denken, ich wäre jetzt wieder in Resident Evil 7. Es sieht wirklich ein bisschen danach aus. Alles so ein bisschen schmutzig, versifft so ein bisschen. Where am I? Ja. How can I get out of here? Da liegen ein paar Zettel, aber damit können wir nicht viel machen. Ich gehe mal den Gang weiter. Ich habe echt Schiss, Mann. Mann, warum mache ich das denn? Warum mache ich sowas freiwillig schon wieder? Es ist okay. Können wir hier rein? Hier können wir reingehen. Was? Was denn so eine Musik? Vor allem, ich dachte, das Ganze spielt in Japan und nicht in Thailand. Das hört sich so... Nee, das hört sich so... Ich weiß nicht, wonach hört sich das denn an? So... Ja, gut, komm. Kann ich das irgendwie ausmachen? Ja, mit E. Super. Sehr furchtbar, Alter. Voll gruselig. Also mit der Musik, die Musik, die hat mir jetzt echt den Rest gegeben, ey. Schlimmer geht's nicht. So, okay. Können wir hier durch die Tür weiter? Okay, die ist abgeschlossen. Liegt hier vielleicht irgendwo ein Schlüssel? Hier liegen zwei Uhren. Beide mit derselben Uhrzeit. Da oben liegt ein bisschen Müll. So ein paar Cornflakes und so. Ein paar offene Schränke. Hier ein paar Farbeimer. Ein paar Müllsäcke. Wirklich kümmern tun sich die Leute hier, glaube ich, in dem Haus auch nicht um den Müll. Naja. Ach, guck mal, hier liegt er doch. A key. A key. Den nehmen wir natürlich mit. Hier ist eine Zeitung. This is more than 10 years ago. Okay, Newspaper, Date September 28, 1996. Super. Okay, wir können auch ein bisschen ranzoomen.
Okay, a student at Bangkok's most famous university has been missing too far. He's been seen that. Ist das eine Vermisstenanzeige? Es hört sich ein bisschen nach einer Vermisstenanzeige an, aber was weiß ich schon? Was weiß ich schon? Ich bin ein Idiot. So, packe ich mal kurz weg. Wir sind ja nicht zum Lesen hier, wir wollen uns ja gruseln und... Jetzt mich ver... Ich hab doch den Schlüssel! Ich hab doch den Schlüssel! Oder muss ich zurückgehen? Hä? Bin ich jetzt deppert? Hä? Ich hab doch... Muss ich hier vielleicht wieder... Oh nein, mach das aus! Mach das aus! Igitt. Furchtbar. Wie... Natürlich, wir müssen den Schlüssel einzeln reinstecken. Tut mir leid, Spiel. So, mach die Tür auf. It's chilly in here. Creepy. Ja, creepy. Das kannst du laut sagen. So, liegt hier noch irgendwas? Irgendwie... Also soll ja auch nicht zu... Hey! You! Hey! Can you hear me? Alter. Ich verstehe es jedes Mal irgendwie nicht. Immer in Horrorspielen, weißt du, die Hauptcharaktere wachen im Bett auf, ne? Alles schon so ganz merkwürdig, alles düster, alles dunkel, ein bisschen gruselige Stimmung und so, ne? Und dann ist da jemand, wo du nur so die Füße weglaufen siehst, weißt du? Und was macht der Typ natürlich als erstes? Ruft lautstark hinterher, hey, komm zurück. Also wenn sie das gehört hätte, dann wäre sie ja sicherlich zurückgekommen. Sie geht weg, was bedeutet, ich glaube nicht, dass sie unbedingt was mit uns zu tun haben will. Also, wenn ich persönlich jetzt in seine Haut stecken würde, würde ich jetzt den hier machen. Einmal oben drehen und sofort wieder zurück ins Bett und einschlafen. Einfach mich in den Schlaf weinen, weißt du? Und leider ist das nicht mein Leben, sondern... Ja, sein Leben. Hold Shift to run. Ich weiß ganz genau, was gleich auf uns zukommt. Wenn uns jetzt schon gesagt wird, dass wir rennen können. Oh, Treppenhäuser. Furchtbar. Komm ich hier rein? Nö. Da komme ich nicht rein. Oh! Was war das? Hier ist gerade irgendwas runtergefallen. Und was ist das da unten für ein rotes Licht? Ist da ein Puff oder was? Okay, anscheinend haben wir im Keller einen Puff stehen. Ich meine, warum nicht? Menschen haben Hobbys, ne? Menschen haben Hobbys. Der eine puzzelt gerne, der andere baut gerne Modelle. Ich mache Let's Plays. Und dann gibt es vielleicht Leute, die... bei sich unten im Keller einen Puff haben. Ich meine, warum nicht? Was kann ich thought it was something else. It's just a garbage bag. Kann ich nicht einfach hier... So, hier bleibe ich jetzt. Taschenlampe aus. So, hier bleibe ich jetzt einfach für den Rest des Let's Plays. Ich mache nichts mehr. Das Spiel, nein. Das bringt mich jetzt schon an die Grenzen, Alter. Das ist, oh, nein. Ja gut, okay, komm. Für die Views, für die Klicks, ne? Für die Abonnenten. Und wie ich sehe, kein Like aufs Video. Dann gibt's echt Kloppe, Leute. Dann gibt's echt, ne? Dann hier. Wisst ihr Bescheid. Schicke ich Harald vorbei. So, wo geht's hier lang? Da war doch gerade schon wieder was, oder? Irgendwas, da ist doch gerade schon wieder irgendwas lang gelaufen, ey. Warum? Wait. Halt die Klappe! Wait! Als ob sie das nicht hören würde. Es sei denn, du hast zufällig hier einen tauben Mitbewohner mit im Haus. Doof muss man denn eigentlich sein? Ich trau dem Raum gerade echt nicht. Where did she go? Ja, keine Ahnung, wo sie hin ist. Eine Lampe, kann ich die nicht mitnehmen? Ich finde die ein bisschen besser als die blöde Taschenschlampe, die wir hier gerade haben.
wie der Farbeimer. Sieht mir irgendwie so ein bisschen aus wie so eine halbe Baustelle. That's blood. Das sieht mir nach einer gesunden Sprühregelblutung aus. Und die Maurer haben hier echt auch wieder ganze Leistung gearbeitet. Was? Ganze Leistung gearbeitet? Ja, genau, Tobi. Deutsch, ne? Die Maurer haben hier echt wieder ganze Leistung gezeigt, würde ich einfach mal so behaupten. Ich meine, einfach mal hinter einer Tür eine Mauer gebaut. Warum nicht? Kann man ja mal machen, ne? Die Blutspur, war die vorher auch schon da? Und ging es hier eben auch schon lang? Ganz ehrlich gesagt, ich will nicht. Hier wieder eine gesunde Regelblutung. Vollkommen normal. Und hier sind Fußspuren. Okay, wir können nicht unseren Körper sehen. Ich wollte sonst mal eben kurz gucken, ob wir vielleicht barfuß unterwegs sind. What's happened here? Where's the exit? Ja, das würde ich auch gern wissen. Ach nee, Exit, das ist hier eigentlich... Warte mal, ich habe hier nämlich so eine Escape-Taste. Da kann ich mal eben raufdrücken. Dann hast du dein Exit. Also wenn du willst, mache ich das gerne, drücke ich gerne rauf. Oh, ich hasse lange Gänge, ne? Ich hasse sie echt abgrundtief. Hey, you. Can I ask you something? Oh my God. Ja, lauf doch, du blöder Idiot, lauf um dein Leben, I. Shit! Was ist das? Nein, geh da rein, entspinn! Weh, ich muss jetzt irgendwelche Tasten drücken, dann verkacke ich mega. Bin ich da? Ich bin nur eine Schaufensterpuppe, die hier spinnt ist. Die hat einen ziemlich lauten Atem. Und, boah. Und gut riechen tut er auch nicht. Was macht die da? Hat sie da gerade die Regelblutung an die Wand gespritzt und ist da reingelaufen? Was? Ih. Okay, wie es aussieht. Wie es aussieht, bewegt sie sich dann quasi so durch so eine Art Portale hier durch die Gegend. Oder wie soll ich das jetzt verstehen? Übrigens wieder tolle Arbeit von den Maurern, ne? Haben sie echt toll gemacht. So. Damn. Where the hell am I? Oh, scheiße, Alter. Ich hasse diese Horrorspiele, wo du immer wegrennen musst, ne? Am liebsten sind mir einfach die, wo du einfach nur durchgehst und hin und wieder mal so ein Jumpscare um die Ecke geschissen kommt. Die sind mir echt ein bisschen lieber. Where's the way out? Die Tür kann ich nicht zumachen, schade. Ich glaube, wir müssen ein bisschen aufpassen wegen diesen Dingern hier, ne? Okay, hier geht's weiter. Den Flur kennen wir ja noch aus dem Hauptmenü. Halt die Klappe! Oh, Mann. Ich freue mich übrigens schon aufs Best-of von Dr. Chris. I can't open it. It's chained. Klassiker. Maybe I can find something to cut it. Es ist einfach ein Klassiker. Ich hoffe jetzt, dass wir hier nicht jetzt irgendwie von dieser Alten verfolgt werden. Hier können wir Dinge tun. Es ist so ein Speiseaufzug. Oh, es wäre zu mies gewesen, wie die... Was? Hä? Das wäre mies gewesen, wenn jetzt die Alte hier irgendwie auf dem Eimer sitzen würde und dann plötzlich, hallo, Ibims, die Alte. Nee,
bitte nicht! Nee. Ich bin nicht da. Scheiße. Kacke. Och Mann. Nein. Ich weiß jetzt nicht, wo die ist, Alter. Will ich es eigentlich wissen? Mach mal die Taschenlampe aus. Ich glaube, das ist ein bisschen intelligenter. Hallo? Ich bin's, der nette Nachbar. Sind Sie neu hier? Sind Sie hier neu eingezogen? Ich dachte, wir können vielleicht, keine Ahnung, Kaffee zusammen trinken oder so. Oh, dieses Spiel, ne? Alter. Oh, nein, warum? Warum? Die ist aber ziemlich fix unterwegs, ne? Und hier geht's wohl weiter? Ein Plastikstuhl? Okay, warte. Ich mache hier erstmal kurz zu. Ich will erstmal hier ganz kurz gucken, im Badezimmer. Ah, die Dinger kenne ich. Das ist in Japan, glaube ich, sehr verbreitet. Da haben sie tatsächlich nämlich so eine Duschen. Wirklich, also wenn du mal kein Klopapier hast, dann kannst du dann mit dieser Duschkopf, kannst du dir dann quasi den Kot vom Arsch wegblasen. Ja, das ist eine ganz witzige Idee. ja. Braucht man aber, glaube ich, nicht unbedingt in Deutschland, ne? Nee. Danke, dass diese Tür zu ist. Ich bin da manchmal echt ein bisschen dankbar für. Weil ich hasse es in Horror-Games, wenn es sehr viele Abzweigungen gibt. Es ist einfach... Nee, mag ich nicht. Da komme ich mal durcheinander. Hier ist... Das Bett ist einfach umgeschubst worden. Gut, kann ich mit leben. Oh, ich habe die ganze Zeit Schiss, dass sie jeden Moment wieder um die Ecke gekackt kommt, ne? Diese alte Japano-Schlampe. Schlampig gezeichnet, schlampig animiert, total stumpfe Anime, scheiße. Wer kennt's? So, kann ich hier... Oh. Und wie immer haben wir natürlich auch kein Spiegelbild. Wie immer sind wir, wie in jedem Horrorspiel, ein Vampir. Das ist er. Alles gut. Was sie aber für Sachen drinstehen haben, so ein Hocker und sowas. Wofür? Okay, ja gut, die Japaner sind ein bisschen kleiner. Das, ja. Komm, fick dich, Alte. Fick dich einfach. Die spielt mit uns. Die weiß doch ganz genau, dass wir hier sind. Kann sie uns nicht gleich holen? Dann sind wir durch. So, was ist das denn hier? Number 5. Aha. Cool. Und alle Uhren zeigen dieselbe Uhrzeit, aber keine vergeht. Oh, da ist gerade hier, guck mal, wir dürfen hier keine Fotos machen. Ich muss jetzt leider die Aufnahme abbrechen. Ja, scheiße für euch, gut für mich. Nein. So ein Wrestling-Poster, oder? Oder was ist das? Ich glaube, das soll so ein Wrestling-Poster darstellen. Ich gucke mir das ganz gerne hier mal so ein bisschen an, ne? Hier noch so ein paar Sachen. Blümchenbettwäsche. Boah, wohnen würde ich hier echt nicht, Alter. Das ist alles so versifft und... Hier kommen wir nicht rein? Okay. Oh. Sieht da vielversprechend aus. This wood's blocking the way. Mhm. Und das bedeutet jetzt was? Wir brauchen... Oh, du alte blöde Kacksau, ne? Du alte blöde Kacksau. Wirklich.
Von hier sind wir aber Sind wir von hier gekommen? Nee, hier waren wir noch nicht gewesen, ne? Ich finde das ein bisschen blöd. Du musst immer einzeln C drücken, um dich zu ducken und dann wieder hoch aufzustehen. Das ist ein bisschen... Was ist das denn? Eine Voodoo-Puppe ist das, ne? Durchtrieben von Nägeln. Kann ich die hier irgendwie so ein bisschen angucken? Geht das? Wenn ich jetzt hier WASD? Ach, tatsächlich, cool. Aha. Interessant. Och nein, Text, ne? Text, oh nein. Kann ich hier irgendwie... Tab? Ich meine... Das war ein Grafikbug gewesen. Das ist momentan so ein ganz bekannter Bug, dass das hin und wieder, da tauchen hin und wieder in den Spielen momentan ganz oft immer so so Texte auf. Ne? Das ist ein Grafikbug. Das dürft ihr nicht beachten.